im Sachsen-Derby gegen Dynamo Dresden. Ihr Kommentator ist Bodo Böck. 0:2 liegen sie hinten in Sandhausen. Im Moment sind sie noch drin in dieser dritten Liga. Aber das liegt nur an der Spielvereinigung Unterhaching, die immer noch 1:0 führt gegen Ahlen. Stresser. Ralf Schmidt. Und da ist Amirante mit dem Tor. Nur noch 2:1. In jedem Fall ein wichtiger Treffer. Und er hat sich diesmal durchsetzen können. Gegen Patrick Kirsch. Ist direkt hingegangen zum Ball. Und somit steht es nur noch 2:1 für Sandhausen. Endlich. Klasse Flanke von Ralf Schmidt, der damit nach vorn geht. Und Amirante, der ist natürlich ein kleines Stückchen größer als Kirsch. Geht zum Ball. Und tippt ihn hinein in die lange Ecke. Das Feuer, das Peter Ducke vermisste, kommt es jetzt. Herrlicher Pass. Auf Wuttke, der kann jetzt nichts draus machen. Amirante wieder im Strafraum. Und es gibt Freistoß für Jena nach diesem Foul an Ralf Schmidt. Von Sreto Ristić. Jetzt sind auch die Fans da. Siegner, er schießt diesen Ball jetzt Richtung eigene Gerade. Nicht leicht für Michael Gorski. Die harten Jena-Fans jetzt direkt hinter ihm. Guter Freistoß. Amirante hat den Ball noch. Stresser. Siegner kommt. Wird angegriffen von Leandro Kikuchi. Im Moment der letzte Mann. Weil die Innenverteidiger bei diesem Freistoß nach vorn gegangen sind. Schröter allerdings verliert den Ball, holt ihn sich zurück. Kikuchi, das war in Sicherheit gegen die Fortuna aus Düsseldorf. Stresser. Ziegner. Der legt sich den Ball zurecht gegen Trom. Aber nimmt Stresser mit. Das Tor durch André Cembri. 6 Minuten hat es gedauert und der FC Carl Zeiss ist zurück in diesem Spiel. Ist zurück in dieser Liga. Jetzt ziehen sie auch wieder vorbei an Werder Bremen 2. Klasse Flanke war's von Stresser. Und nahezu 3000 Fans jubeln jetzt hier und nehmen das Stadion am Hartwald geradezu auseinander. Klasse vorbereitet von Siegner. Gut zu Stresser. Und dann ist Gorski mit der linken Hand noch dran. Und Cembri, der jetzt natürlich die gelbe Karte sieht, weil er sich das Trikot ausgezogen hat. Ein so wichtiger Spieler für Marc Fascher. Er hat mit seinem Elfmeter, den er herausholte gegen Unterhaching und seinem Tor, schon auch für den Sieg gegen Unterhaching gesorgt. Und jetzt erfreut er Fascher mit diesem Ausgleichstor. Es war ganz knapp, Gorski noch dran. Ganz egal. Sandhausen gegen Jena 2:2. Der FC Carl Zeiss, er bleibt nach jetzigem Stand ganz sicher in der dritten Liga. Marc Fascher konnte gerade eine Riesenchance seiner Mannschaft beobachten. Und wieder war es Amirante, der auflegte für André Cembri. Übernimmt er schön und dann fehlen nur Zentimeter zum 3:2. Und das wäre natürlich ganz wichtig gewesen
nach dem Ausgleich der Ahlener in Unterhaching. Es ist wieder knapper geworden für Jena, trotz der beiden Tore in dieser zweiten Hälfte. Und da ist der Sebastian Henke, der die Antwort gegeben hat im Spiel gegen Unterhaching. Der Wechsel, er kann jetzt erfolgen. Schiedsrichter Günther Perl gibt da Zeichen dafür. Und er geht tatsächlich André Cembri unter den tosenden Applaus von knapp 3000 Jena-Fans. Derselbe Wechsel wie letzte Woche gegen Unterhaching. Ein bisschen abergläubisch ist er schon, der Marc Fascher. Zeigt sich auch an diesem Wechsel. Da kam er rein und 6 Minuten später hat er getroffen. Sebastian Henke, wir gucken mal auf die Uhr. Es ist die 64. Minute. Stresser. Schmidt macht heute eine ganze Menge nach da vorn. Auf der linken Seite versucht sich oft durchzuspielen. Ralf Schmidt, sein Trainer, erwartet allerdings da nicht sonderlich viel von ihm. Seine Aufgabe ist es, Tore zu verhindern. So Marc Fascher. Der Leuchtturm vorn drin, Salvatore Amirante. Ziegner wird den Ball reinschlagen. Kein Problem für Michael Gorski, der sich ärgern wird. 2 Tore zuletzt gegen Dynamo Dresden hier zu Hause dran. 3 Gegentore in Braunschweig und heute schon wieder 2. Es wären 3 Unentschieden in Folge. Der FC Carl Zeiss Jena würde dieses Unentschieden heute in diesem Moment sofort kaufen. Henke auf Amirante. Stresser. Stresser! Und Henke! Hatte er fast ein bisschen mehr Zeit, der Sebastian Henke, diesen Ball vielleicht doch noch runterzunehmen. Herrlicher Pass von Amirante. Stresser. Ein Saisontor erst geschossen. Hätte sein zweites sein können. Und dann Henke. Trom kommt natürlich von hinten heran. Vielleicht hätte er den runternehmen sollen. Sebastian Henke. Gute Rettung von Gorski natürlich. Pinto. Leandro. Sucht Öztürk. Öztürk im Strafraum. Das ist ein Wühler, der ist immer gefährlich. Schmidt kurz mal dran. Kann nicht befreien. Ristic. Jetzt kesseln sie Jena ein. Sebastian Henke. Vorn ist nur noch Ramirez in der Nähe. 2 Tage hospitiert. Diese Fußballphilosophie, die gefällt ihm gut. Da ist Stresser. Nimmt den Ball leider nicht ganz mit. Henke. Sebastian Henke. Es wäre seine Zeit. Es wären fast wieder die 6 Minuten vom Unterhaching-Spiel gewesen. 7 diesmal. Sebastian Henke. Nach schönem Zuspiel von Stresser. Der Ball noch abgefälscht. Deshalb Ecke. Gegen Unterhaching war es ein Kopfballtor. Schmidt bringt die Ecke, Riemer. Und wieder Ralf Schmidt. Schön nimmt der Tempo auf, kommt allerdings nicht vorbei an Leandro und die nächste Ecke. Jena hat dieses Spiel übernommen. Schmidt. Das sind gute Ecken. Ristic am 15-Meter-Punkt. Der wird den Ball bekommen. Aber die. Leandro! Ristic! Und Riemer hat den Ball. Wird gefoult. Und sie wissen, dass ihnen ein Unentschieden reicht. Und er ist ins Spiel gekommen. Nils Hansen,
der ehemalige